Hallo und willkommen zu dem neuen Video von ungarninfo.de. Und wie ihr seht, geht es heute mal darum, um ein wenig Ungarisch zu lernen. Für viele, genauso wie für mich auch, ist die ungarische Sprache natürlich am Anfang erstmal das größte Hindernis hier in Ungarn. Man war ja schon ganz froh, wenn man den Leuten wenigstens guten Tag sagen konnte mit Jonapot, da waren wir ja schon richtig stolz. Aber hier auch erstmal eine kleine Geschichte so von unseren Erlebnissen am Anfang hier in Ungarn. Und zwar ist es ja so, dass ihr die Reststoffmülltonne in Ungarn ja selber kaufen müsst. Also waren wir in Marzeli in ein Geschäft gefahren, wo man diese erwerben konnte. Und haben dann über den Google-Übersetzer eingegeben, ich möchte eine Mülltonne kaufen. Tja, ich zeige das dem Besitzer, den Ladenbesitzer, und der macht eigentlich nur, er versteht nicht, der muss also googeln, hat da irgendein, wer weiß was, übersetzt. Aber draußen vor der Tür auf dem Gehweg stand eine, und dann habe ich da mit dem Finger drauf gezeigt. Ah, sagt er, Kuka. Ach Mann, was waren wir happy, als wir sagen konnten, wir haben eine Kuka und haben unsere Mülltonne gekauft. Wir sind ja jetzt auch schon etwas über 5 Jahre in Ungarn und muss sagen, es fällt uns immer noch schwer, die Sprache zu lernen, besonders die Grammatik. Aber was soll's, man wurschtelt sich so durch und vor allen Dingen merkt man, wenn die Ungarn merken, dass du bemüht bist, die Sprache zu lernen, sind sie eigentlich sehr entgegenkommend und auch hilfsbereit. Noch interessanter wird es dann, wenn du irgendwas mit Handwerkern zu tun hast und die auf einmal merken, dass du etwas Ungarisch kannst. Weil es ja immer so schön heißt, naja, es gibt so diesen Ausländeraufschlag, und wenn die dann natürlich dann merken, du verstehst sie, dann dürfte dieser Anteil schon mal wegfallen. So, aber nun zu dem, worum es hauptsächlich geht. Auf der Webseite habe ich einige Online-Kurse mittlerweile bereitgestellt. Es sind mittlerweile über 20. Ihr seht es ja auf dem Bild hier, online lernen. Das hat ja den Vorteil, ihr könnt zu Hause sitzen und könnt die einzelnen Lektionen abarbeiten. So, jetzt zeige ich aber euch erstmal, wie ihr dorthin kommt. Das ist ja dann die Startseite. Es gibt einmal den Menüpunkt oben mit Ungarisch lernen. Wenn man den anklickt, kommt man hin. Oder wenn man etwas runter scrollt auf der Hauptseite, seht ihr auch hier zu den Online-Kursen. Was ich also gemacht habe, wie ihr hier seht, ich habe es so in einzelnen Lektionen, sage ich mal, aufgeteilt, dass man so eins nach dem anderen abarbeiten kann und für sich selber verinnerlichen und üben kann. Ganz einfaches Beispiel, nehmen wir mal jetzt zum Beispiel die Tageszeiten. So, ihr seht also, ihr habt das deutsche Wort hier stehen, ihr habt das ungarische Wort hier stehen, und hier könnt ihr euch das Wort vorsprechen lassen. Reggeli. Ja, Reggeli. Das könnt ihr so oft wiederholen, wie ihr möchtet. Bis ihr meint, okay, ich habe es geschafft, ich habe es verinnerlicht. Und so habt ihr die ganzen Kategorien. Mittlerweile habe ich jetzt auch noch die Grammatik mit hinzugenommen, die ja nicht gerade sehr einfach ist in Ungarn. Die hat es also teilweise ganz schön in sich, aber ich habe mal mit leichten Sachen angefangen. Wie mit ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, kleingeschrieben, sie, Person, großgeschrieben, und sie dann Mehrzahl. Ihr seht auch dahinter wieder dann die ungarischen Wörter und könnt das dann alles halt fleißig üben. So, sind mittlerweile, ich glaube, 22 oder 23 Online-Kurse, also Lektionen sind es. Ich hoffe, euch
dass dies euch auch ein wenig hilft, die Sprache etwas besser zu lernen. Ich habe ja gesehen, es gibt auch viele, die machen nur ein Video, wo dann halt die dementsprechenden Sachen nur vorgelesen werden und man müsste sich das Video dann immer permanent anschauen. So habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt das Wort so oft lernen und euch anhören, ja, bis ihr es nicht mehr hören könnt. Okay, ich hoffe, es hat wieder ein wenig geholfen, damit euch das Leben in Ungarn etwas leichter fällt und ihr die Sprache auch ein wenig besser verstehen und lernen könnt. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wie immer weiterhin ein schönes Leben in Ungarn. Ciao!